Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeit diskutiert, der Talk im Wald. Diesmal mit dem Kulturanthropologen und Sachbuchautor Dr. Wolf-Dieter Storl. Und unser Gespräch findet hier in der Dresdner Heide statt. Das ist ein wunderschönes, riesengroßes Waldgebiet mitten in Dresden. Wir werden unter anderem die Frage stellen, ob es wirklich dasselbe ist, eine Pflanze zu ernten und aufzuessen und ein Tier zu töten. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Sichtweise von Wolf-Dieter Storl. Die Pflanzen verkörpern den Ätherleib der Erde. Damit meint man den Energiekörper, das Leben. Also wenn man da Pflanzen isst, tut man denen nichts Schlimmes an. Sie nähren alle Lebewesen. Die Pflanze ist das gänzlich andere Wesen, was sich auch aus diesem alten Evolutionsprozess ergibt. Also wir haben uns ja sehr früh, beziehungsweise auch die Pflanzen sich von uns, von der Linie der Tiere und der Menschen, sehr früh evolutionär abgetrennt und sind dann ganz unterschiedliche Wege gegangen. Wir sind von Kopf bis Fuß beseelt. Deswegen, wenn wir uns gegen einen Stein stoßen, au! Und die Pflanze ist nicht beseelt, sie ist umseelt. Wenn die Beseelung tiefer gehen würde, dann würde sie sich in ein Tier verwandeln. Aber es ist nur so ein Hauch. Die Seele der Pflanze haucht sie an. Und stell dir vor, wie sinnlos ein Schmerzempfinden und wie absurd auch ein Schmerzempfinden bei Pflanzen wäre, die ständig, so wie die Bäume hier jetzt vom Wind gebeutelt werden, ständig reißen Äste ab. Also ich persönlich esse ja kein Fleisch mehr, seit ich 13 bin. Und mir war auch immer klar, dass es einen Unterschied macht zwischen dem Durchschneiden der Kehle eines Tieres und dem Ernten einer Tomate oder was auch immer. Es ist was ganz anderes, Tiere zu essen. Es ist was völlig anderes. Da muss ein beseeltes, durchblutetes Wesen, ein empfindungsfähiges Wesen getötet werden. Die Pflanzen sind ja nicht wie Tiere. Die Seele ist nicht drinnen, sie sind nicht beseelt, sondern umseelt. Und die Idee, dass Kühe Grasmörder sind, das ist ja total absurd. Wer kommt auf solche Ideen? Aber das habe ich gehört. Lieber Wolf-Dieter, danke, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit mir hier in den Wald zu setzen. Sehr gerne, bin gerne im Wald. Das Besondere an diesem Wald ist, wir sind mitten in der Stadt. Mitten in Dresden, ja. Also wirklich mitten im Stadtgebiet von Dresden. Ja, die Dresdner Heide, ja. Ja, und das hat mich sehr beeindruckt, dass man hier wirklich sozusagen vom Stadtzentrum beginnend eigentlich in ein riesengroßes Waldgebiet kommen kann, wo es dann Seen gibt, Wasserfälle gibt und alles Mögliche. Aber du bist selbst aus diesem Bundesland hier. Ja, weiter im Westen. Dresden war ja die Hauptstadt oder ist die Hauptstadt. Du hast aber selbst dann sehr lange in den USA gelebt und nicht hier in Sachsen. Nee, ich habe über ein Vierteljahrhundert in Amerika gelebt. Und ich rede auch nicht mehr die Mundart hier. Aber wenn ich mir Mühe gebe, dann kriege ich das schon noch hin. Und ich kann es verstehen, obwohl ich aus Österreich komme. Ja, gut. Wir haben uns schon sehr, sehr oft über Pflanzen unterhalten miteinander und auch über das Thema Mensch und Natur. Ja. Und das Spannende dabei ist, dass wir immer aus zwei verschiedenen, etwas unterschiedlichen Blickpunkten doch zu denselben Schlüssen kommen. Also du bist Kulturanthropologe, hast dich aber auch mit dem Geistigen sehr befasst, mit dem Geist der Natur, und ich bin Biologe und habe mich sehr mit dem Materiellen befasst. Also mir ist natürlich dieser Aspekt auch sehr wichtig, aber ich habe trotzdem so diesen biologischen Zugang, und wir stellen immer fest, es ist eigentlich kein Widerspruch zwischen Biologie, zum Beispiel als Wissenschaft, und einer geistigen Herangehensweise an die Natur. Genau. Das Problem ist heutzutage, dass die Wissenschaft sehr eng gefasst wird. Und man nimmt die Natur als Gegenstand. Und in den traditionellen Kulturen ist die Natur nicht Gegenstand, sondern
man begibt sich hinein, man kommt in Resonanz, zum Teil so weit, dass der, sagen wir, Schamane oder die Schamanen oder die Medizinleute verschmelzen. Also sie erfahren es von der Innenseite her. Und das ist, weil wir auch innere Sinne haben. Und wir können in Resonanz gehen. Früher hat man gesprochen von dem Spiegel der Seele, dass jeder Mensch einen seelischen Spiegel hat. Und das ist ein inneres Phänomen. Und in diesem Seelenspiegel offenbart sich vielmehr das Wesen oder die Geistigkeit in Pflanze, Tier oder in der Landschaft. Und sie offenbart sich in Bildern, die wie Märchenbilder, die sind sagenhaft, denn auf diese Art und Weise können wir seelisch verstehen. Wenn man nur äußerlich schaut, dann machen die Bilder keinen Sinn. Das klingt dann wie Aberglaube oder gesponnen, aber tiefer ist, also die seelische Wahrnehmung geht eigentlich tiefer, ja. Und das müssen wir wieder lernen. Ja. Warten wir vielleicht ganz kurz, bis der ganz starke diese Sturmböe vorbei ist. Ja. Der Wald rauscht. In diesem Rauschen hat man ja früher das Raunen der Götter wahrgenommen. Es ist überhaupt interessant zu sagen oder zu sehen, dass ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, auch den Geist, vom Geist der Natur sprechen. Und zwar jetzt nicht nur Menschen, die sich mit geistigen Themen befassen, sondern auch richtig knallharte Naturwissenschaftler. Also zum Beispiel ein alter Professor von mir, der jetzt schon in Pension ist und der so eine Art Urgestein in Österreich der Biologie ist, der hat auch neulich gesagt, es ist ganz klar, es gibt einen Geist in der Natur, der irgendwie spürbar wird. Ja. Und ich glaube, dass es auch sehr stark mit den Pflanzen zusammenhängt, die so den Geist der Natur auch verkörpern in gewisser Weise. Ja, also es ist ja alles der Geist der Natur, ob das nun die Landschaft als solche ist, die Steine, die Felsen, die Pflanzen und die Tiere. Und diese sind dann auch sehr differenziert. Zum Beispiel kann man sagen, der Stein ist, aber er ist nicht belebt, wie die Pflanze. Die Pflanze ist belebt und die Pflanze ist mit der Sonne verbunden, mit der Atmosphäre und mit der Erde. Ja. Sie holt die Energie der Sonne. In Indien heißt es, die Pflanze hört das kosmische Ohm, das von der Sonne ausgeht. Das ist so ungefähr, wie Goethe sagte, die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphärenwettgesang. Das heißt, er spricht von den himmlischen Sphären, die dann durch die Sonne oder durch die Sonne hindurchtönt. In Indien sagt man, die Pflanzen hören das Om und das Om belebt alles. Ja, also das Om, und das nehmen sie auf und dann geben sie uns, sie geben uns den Sauerstoff, den wir atmen. Sie geben uns sogar den blauen Himmel, denn ehe es so viel Sauerstoff gab, war die Atmosphäre schwarz, also wie man es so vom Mond vielleicht sehen würde. Und sie geben uns die Nahrung, letztendlich alle Lebewesen, egal ob Mensch, Pilz, Tier, müssen, sind angewiesen, von den Pflanzen genährt zu werden. Und sie geben uns seit eh und je, ehe wir überhaupt Mensch wurden, geben sie uns die Heilung, Heilkräfte. Also es gibt keine Kultur, in der Pflanzen nicht die wichtigsten Heiler sind. Die Pflanzen geben uns die Fasern, die unsere Kleidung machen. Die Pflanzen geben uns Holz, für dass wir Häuser bauen. Die Pflanzen geben uns ja das Feuer, das uns im Winter warm hält und unser Essen kocht. Wer würde da sagen, dass Pflanzen primitive Lebewesen sind? Die sind ja viel älter als wir. Und definitiv evolutionsbiologisch auch ganz klar, dass die Pflanze die älteste Lebensform auf Erden ist. Ja, so Urorganismen. Ja. Und es gibt noch heute Pflanzen,
die wirklich sich seit den Urzeiten nicht verändert haben, wie zum Beispiel der Ackerschachtelhalm, aber auch viele Farne, die wirklich noch in einer urwüchsigen Form heute vorhanden sind. Ackerschachtelhalm, 400 Millionen Jahre alt. Der war schon ein Fossil, als die Dinosaurier auf der Welt waren. Man kann sich aber auch richtig vorstellen, weil ich finde, dass gerade der Ackerschachtelhalm mit diesem teleskopartigen Wachstum wirklich so diese frühen Sumpfwälder auch widerspiegelt und verkörpert für mich. Und man kriegt da ein lebhaftes Bild davon, wie zu Urzeiten die Vegetation ausgesehen hat. Genau, es war der Ackerschachtelhalm zum Beispiel oder die Schachtelhalme waren Pionierpflanzen, die so den Modus, wie wächst man, wie lebt man als Pflanze auf der Erde, da haben sie damit experimentiert. Mhm. Und deswegen dieses Kieselskelett, die Schachtelhalme sind ja, wenn man die Asche nimmt, über 80% Kiesel. Mhm. Und dann sind sie sehr rigide. Kiesel vermittelt auch sehr gut das Licht. Und es ist so, als ob die Pflanzenwesen erst einmal so experimentiert haben, wie können wir hier leben. Und für mich ist auch interessant, also ich bin ja Biologe und habe Pflanzenwissenschaften studiert im Schwerpunktfach. Und für mich ist das natürlich auch mit einer großen Faszination für Pflanzen verbunden. Also ich habe einen großen Respekt vor Pflanzen und dennoch, und das ist eine Feststellung, die man auch mit Respekt machen kann, die Pflanze ist das gänzlich andere Wesen, was sich auch aus diesem alten Evolutionsprozess ergibt. Also wir haben uns ja sehr früh, beziehungsweise auch die Pflanzen sich von uns, von der Linie der Tiere und der Menschen, sehr früh evolutionär abgetrennt und sind dann ganz unterschiedliche Wege gegangen. Die Pflanze ist noch bei diesem Urprinzip des Lebens geblieben und hat es perfektioniert. Und die Tiere und später die Menschen sind wiederum haben sich wieder an ganz andere Lebensbedingungen anpassen müssen. Ja, und doch sind wir verwandt. Also wenn in der Blüte, wenn die Eizelle befruchtet wird durch den Pollen, dann bildet sich ja ein Blasenkeim. Mhm. Bei der Pflanze wie beim Tier. Mhm. Wenn die Befruchtung stattfindet, bildet sich eine Blastula oder ein Blasenkeim. Mhm. Und was mit den Tieren geschah, ist, dieser Blasenkeim stülpt sich nach innen, sodass das Tier ein Inneres wie auch ein Äußeres hat. Ein Ektoderm und ein Endoderm und dann später kommt noch eine mittlere Schicht hinzu. Das findet bei den Pflanzen nicht statt. Sie bleiben Blastula, sie bleiben Blasenkeime, aber hochdifferenziert. Sie entwickeln nie ein Inneres. Deswegen haben sie keine inneren Organe, wie bei uns und bei den meisten Tieren, Säugetieren vor allem. Das sind die inneren Organe ja die Ansatzpunkte für die Beseelung. Mhm. Und das kennt man in vielen Kulturen, dass jedes Organ, das kennt man besonders in der Renaissance, war man sich dessen bewusst, jedes Organ hat seelische Aspekte. Also der Jupiter in der Leber, und das ist so die Fülle des Lebens, Lebensgenuss und so weiter. Merkur, das Atmen, und das Herz ist die Quelle unseres Lebensrhythmus, der Puls und unserer Lebenswärme, zum Beispiel das Blut. Bei der Pflanze ist das alles nicht drin. Sie hat diese Einstülpung noch nicht gemacht. Die Impulse bleiben die äußeren kosmischen Impulse, die makrokosmischen Impulse. Das Herz der Pflanze ist nicht in der Pflanze oder in dem Baum zu finden, sondern in der Sonne. Mhm. Die Sonne gibt den Pflanzen ihren Lebenspuls. Tag und Nacht, Jahreszeiten. Und die Lunge der Pflanze ist die Atmosphäre selber. Das geht natürlich durch die Spaltöffnung, die Stomaten und so weiter, da findet der Gasaustausch statt. Also es ist so, dass die Pflanze noch viel stärker mit dem Kosmos, mit der Erde, mit der äußeren Natur verbunden ist. Und wir haben eben diese Einstülpung, dass wir nicht nur äußere Impulse empfangen, sondern sehr viel innere Impulse. Mhm.
Und dass das, dass diese verschiedenen Organe, die dann ansatzweise im Embryo innen sich formen, dass das Zentren der Beseelung sind. Mhm. Wir sind von Kopf bis Fuß beseelt, deswegen, wenn wir uns gegen einen Stein stoßen, au! Und die Pflanze ist nicht beseelt, sie ist umseelt. Also sie hat eine Seele, aber diese Seele ist, wirkt von außen so ein bisschen wie der Zustand, wenn wir unseren Körper von außen sehen. Das ist nicht normal für uns, sondern im Notfall, sagen wir mal, bei einem schweren Unfall. Oder ich kenne Soldaten, die in Vietnam waren, die waren völlig zerschossen und sie sahen ihren Körper von außen. Und dann haben sie das Leben doch wieder gefunden und kamen wieder in den Körper zurück. Du hast gesagt, die Pflanze ist umseelt. Ja. Und die Tiere und die Menschen sind beseelt. Ja, ja. Ich finde das einen extrem interessanten Punkt, einfach weil es sich auch so deckt mit den biologischen Erkenntnissen, die wir haben. Also wie du es beschrieben hast, nicht nur aus dem Evolutionsprozess der Pflanze und der Tiere, sondern auch aus diesem individuellen Entwicklungsprozess vom Keim zur fertigen Pflanze oder auch vom Embryo bei Mensch und Tier zum fertigen Lebewesen, wo diese Einstülpung, wie du es beschreibst, auch Biologen nennen das übrigens eine Einstülpung, logischerweise, eben nicht stattfindet und dadurch diese Beseelung nicht stattfindet. Das heißt, da haben wir zum Beispiel einen interessanten Punkt, wo diese geistige Sicht und die biologische Sicht sich wirklich eins zu eins decken. Und das ist für mich eben das, was ich auch gemeint habe, dass das die Faszination der Pflanze auch davon ausgeht, dass sie eben doch in gewisser Weise andersartig ist. Und trotzdem mit uns verbunden ist im Stammbaum des Lebens und aus der Entwicklung heraus auch unsere Verwandten sind, die Pflanzen. Ja, absolut verbunden. Wir können ja ohne Pflanzen gar nicht leben. Und das wäre der nächste Punkt, auf den ich noch hinaus wollte. Du hast vorhin nämlich gesagt, dass die Pflanzen dadurch, dass diese Einstülpung, diese Beseelung nicht stattfindet, viel mehr mit dem Ganzen verbunden sind. Ja. Dass die Sonne ihr Herz ist, ihr Zentrum. Ja, ja. Der Puls ihres Lebens. Und das ist ja auch insofern interessant, weil man in gewisser Weise auch sagen könnte, die Pflanzen haben ja auch die Atmosphäre aufgebaut, produzieren die ganze organische Substanz, die unserer Nahrung zugrunde liegt. Sie haben den Humus aufgebaut. Alles kommt von den Pflanzen, dass sie in gewisser Weise auch so, vielleicht kann man sagen, die Helferchen der Erde sind, aber ich würde sie fast eher als die Organe auch der Erde bezeichnen, die sozusagen diesen großen Organismus, wenn man die Erde so sehen will, aufrechterhalten und eine Art von Physiologie auch schaffen, die die Erde aufrechterhält. Ja, würdest du da zustimmen? Ja, ja, das würde ich sagen. Die Pflanzen verkörpern, also Rudolf Steiner würde sagen, den Ätherleib der Erde. Damit meint man den Energiekörper, das Leben. Mhm. Ohne Pflanzen gäbe es ja kein Leben. Ja. Also die Pflanzen beleben den Planeten. Unbelebten Elemente. Ja. Sie beleben den Planeten. In den indischen Veden, in der Rigveda zum Beispiel, heißt es, Pflanzen sind Mütter. Sie nähren alle Lebewesen. Mhm. Also wenn man da Pflanzen isst, tut man denen nichts Schlimmes an. Pflanzen bauen im Jahr, soweit ich mich erinnern kann, 400 Milliarden Tonnen Biomasse auf. Wenn da nichts wäre, was diese zersetzen oder fressen würde, also das Heer der Insekten, die Pilze, dann würden wir in Biomasse ersticken. Mhm. Es ist, also das ist schon ein bisschen mystisch, aber man könnte so salopp sagen, die Pflanzen haben die Tiere erfunden als Entsorger. Die Pflanzen, sie scheiden ja Sauerstoff aus. Warum scheiden die Sauerstoff aus? Weil sie Wasser und Kohlendioxid zusammen, also was die Tiere und so ausatmen, und der Boden vor allem, zusammenfügen und daraus das Urmolekül Zucker machen. Wir nennen das Photosynthese, das Urmolekül, Zucker. Daraus wird Stärke, Zellulose, Lignin, alles mögliche, ätherische Öle werden daraus synthetisiert. Aber als Abfall
fällt, wird der Sauerstoff ausgeschieden. Und jedes Blatt scheidet ja Sauerstoff aus während der Photosynthese. Die Pflanzen wären erstickt in ihrem Abfall und da haben sie dann Tiere und Pilze und so weiter erfunden, also salopp gesagt, um zu entsorgen. Und wir nehmen diesen Sauerstoff auf und leben. Wir sind wie ein Spiegelbild. Unser rotes Blut ist wie ein Spiegelbild von dem Chlorophyll. Mhm. Das ist ja auch in der molekularen Struktur ist ja das so ein Porphyrring, das Häm und Chlorophyll sind identisch, außer einem einzigen Molekül. Wir haben Eisen in der Mitte dieses Moleküls und die Pflanzen Magnesium. Aber sonst ist es wie ein Spiegelbild. Ja. Und wir gehören wirklich zusammen. Wir sind die beiden Hälften des Lebens. Ja. Man kann das so im Jahreskreis sehen, weil die Pflanzen sind ja im Einklang mit der Sonne. Früher hat man die Pflanzenwelt als die Vegetationsgöttin gesehen, die mit dem Sohn des Himmels, mit der Sonne vermählt ist. Mhm. Die Pflanzen sind die Tochter der Erde. Das ist so eine alteuropäische Vision. Und sie gehören absolut zusammen und im Jahreskreis, da hebt sich die Pflanzenwelt, die Kräuter und so weiter, die Bäume fangen an, sich zu begrünen mit dem Gang der Sonne und wenn die Sonne wieder abwärts geht, dann fallen die Blätter und, und alles welkt. Also das ist dieser Zyklus und da gibt es einen Aufbauzyklus. Und das ist hauptsächlich die erste Jahreshälfte. Und dann fängt so langsam ein Abbauzyklus statt. Und da kommen die abbauenden Organismen. Als allererstes Mehltau, Pilze, das Mehltau, das wir gar nicht so sehen. Mehltau zieht dann die Schnecken an, die wunderbar riechen können und sagt, ah, da ist eine Pflanze. Da ist Pflanzengrün, das aus dem Leben erlöst werden will. Gut, ich gehe hin und friss das auf. Und dann kommen die Käfer und auch andere Tiere fressen das. Und das ist der Abbau. Und jetzt beides ergänzt einander. Und das ist man hat das in früheren Zeiten, also bei den Alteuropäern, als einen kosmischen Tanz. Ein Tanz der Vegetationsgöttin und der Sonne gesehen und sie tanzen durch den Jahreskreis. Also so hat man das erklärt. Wir haben natürlich eine eher mechanistische Erklärung, aber das ist die Sache. Ja. Viele Pflanzenteile werden ja von der Pflanze auch produziert, damit sie gegessen werden. Also die haben dann eine Sollbruchstelle oder sie schmecken zum Beispiel gut, damit Vögel und andere Tiere herkommen und sie aufessen, wie zum Beispiel bei Früchten und bei Fruchtgemüse, bei allen Teilen eigentlich, die Samen beinhalten, die sollen ja verbreitet werden, teilweise auch durch den Verdauungstrakt eines Tieres gehen und so weiter. Ja, ja, ja. Das heißt, es ist ganz bei vielen Pflanzenteilen auch ganz im Sinne und auch eingeplant durch den pflanzlichen Organismus, dass das dann irgendwann verzehrt wird. Ja klar, es ist ein natürlicher Prozess. Und genauso das, was die Tiere erzeugen, CO2, das nehmen die Pflanzen auf und zwar hat jedes Blatt unterhalb hat es Spaltöffnungen, sogenannte Stomaten, nehmen CO2 auf und da wird dann auch Sauerstoff ausgeschieden. Sie nehmen auch die Abfälle, sie nehmen die Kadaver, sie nehmen den Kot, Urin von den Tieren auf, das ist Nahrung für sie. Das ist notwendig, sie ergänzen einander und sogar die sogenannten Schädlinge, die werden nur ein Problem, wenn es zu weit getrieben wird mit dem Eingriff in der Natur, dann kriegt man vielleicht massiven Schädlingsbefall. Aber normalerweise, das sind wie die Raupen und so weiter mit ihren Ausscheidungen, sind wie nach außen verlegte Drüsen. Und da gibt es Studien bei der Rodale Association in Amerika, die haben
Insektenfraß und was die Ausscheidung von den Insekten machen, die geben dann wieder Impulse an die Pflanzen zurück. Und das ist wieder dieses Äußere der Pflanzen. Du hast vorhin zu mir gesagt, die Kühe, wenn die Kühe die Gräser essen, zum Beispiel das Gras essen, dann ist das nichts, was dem Gras wehtut, sondern das Gras freut sich darüber sozusagen. Ja, ja, das kann man sagen, wenn zum Beispiel auf einer Weide, wenn die nicht begrast, also wenn die Tiere nicht fressen würden, ja, dann kämen eben andere Pflanzen hin. Da würde es verwalden oder versteppen. Mhm. Die Pflanzen, kann man sagen, sind darauf eingestellt, von Kühen gefressen zu werden. Und die Idee, dass Kühe Grasmörder sind, das ist ja total absurd. Wer kommt auf solche Ideen? Aber das habe ich gehört. Ja, ja, ich höre auch immer wieder solche Sachen. Und das immer wieder bei dem Punkt, du hast vorhin gesagt, man tut den Pflanzen nichts an, wenn man sie zum Beispiel isst oder Pflanzenteile isst. Ja. Und du hast mir mal eine Geschichte erzählt und auf die Geschichte möchte ich dich gerne nochmal ansprechen. Jemand von einem Massenmedium sozusagen hat dich angerufen und dich angesprochen darauf, dass ja sozusagen das Ernten von Tomaten oder das Essen von Pflanzen im Prinzip gleichbedeutend ist wie das Schlachten eines Tieres. Kannst du die Geschichte noch einmal erzählen? Ja, das höre ich immer wieder. Eine alte Dame saß mir im Zug gegenüber und sie sagte, ich habe einen Garten, aber ich fühle mich so schuldig. Jedes Mal, wenn ich einen Salat köpfe, ich töte doch einen Pflanzendeber. Sag, um Himmels Willen. Die Pflanzen sind, die sind ja nicht wie Tiere. Die Seele ist nicht drinnen, sie sind nicht beseelt, sondern umseelt. Das ist so wie Haare schneiden. Eigentlich tut das den Pflanzen nicht weh. Wenn es so ist, dass es einen bewussten Pflanzengeist gibt und eine fühlende Pflanzenseele, wie uns die Schamanen und Yogis und so weiter sagen, dann ist es so, dass die Pflanze nimmt es wahr und sie freut sich. Das Gras freut sich. Oh, das schmeckt der Kuh. Das ist wunderbar. Oder wenn Kinder Gänseblümchen pflücken und sich einen Kranz machen. Das Gänseblümchen-Deva freut sich, weil auf der Ebene, das ist ja schon eine seelisch-geistige Ebene, die Freude, die kann man ja nicht in ein Reagenzglas tun und als Moleküle. Das ist eine geistige Fähigkeit. Ja, die haben Freude. Freude an der Pflanze oder die Interesse an der Pflanze ist eine Art geistige Düngung. Mhm. Und das brauchen sie. Du Wolf-Dieter, die Sonne kommt heraus. Ja. Magst du dein Sonnenlied vielleicht singen? Die güldne Sonne, voll Freud und Wonne, bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Leib und Glieder, die lagen da nieder. Nun bin ich fröhlich, bin munter und selig, schaue die Sonne mit meinem Gesicht. Das sind Lieder, die unsere Bäume genauso auf ihre Art und Weise singen, denn sie nehmen mit jedem Blatt, nehmen sie die Sonne auf. Also im Indischen sind die Bäume und alle Pflanzen, besonders die Bäume, sind Ekstatiker, sie sind tiefe Meditierende, sie sind nur wow, und die nehmen die Sonne auf und sind in voller Wonne, in Ekstase und zur gleichen Zeit mit der Erde und den Pilzen verwurzelt und die Pilze verwurzeln die ja, vernetzen sie unter dem Boden. Man spricht ja von Wood Wide Net. Über hunderte Kilometer sind die Bäume vernetzt, miteinander unter der Erde vernetzt. Mit der Mykorrhiza. Mit den Mykorrhiza, mit den Pilzfäden und zur gleichen Zeit nehmen sie die Sonne auf und hey, wer will denn da Tier oder Mensch werden, wenn man diese Ekstase hat? Gell, da herumwuseln und so weiter, ja. Und aus dieser Wonne geben sie das, was alle Wesen brauchen und das ist Zucker. Das ist das Erste. Und das, was die Pilze kriegen. Als allererst, warum verbinden die Pilze die Bäume miteinander und alle Pflanzen? Also über 90% der Pflanzen sind mit Mykorrhizien, also mit Pilzfäden verbunden. Wenn das Ökosystem intakt ist zumindest. Ja. Wenn nicht zu viele schwere Maschinen und Gift auf die Erde kommen, dann ist das so. Ja.
Warum machen sich die Pilze diese Mühe? Pilze sind ja nicht nur diese Fruchtkörper, die wir als Pilze kennen, sondern Pilze sind eigentlich die ältesten und riesig größten Lebewesen. Ein Pilz wurde mal ausgerechnet, 600 Tonnen schwer, bedeckt 850 Hektar. Ein Pilz, ein Hallimasch, verbindet alle möglichen Bäume. Und was machen diese Pilze? Sie verquicken sich, sie wachsen in die Wurzelhärchen zum Teil hinein und geben den Baum Wasser, wenn Trockenheit herrscht. Unsere Wälder könnten eigentlich nicht Trockenheiten überleben ohne Pilze. Was sehr effizient ist, weil dieses Netz des Pilzes ja ein unglaublich großes Einzugsgebiet hat, wo es eben Wasser auch aufnehmen genau. kann. Genau. Und die Pilze produzieren Auxine, das sind Wuchsstoffe. Warum? Sie werden belohnt mit Zucker. Und Zucker ist geronnenes Sonnenlicht. Zucker ist Sonnenlicht. Zucker ist eigentlich die Süße der Schöpfung und auf jeder Ebene. Also es ist auch das Urelement des Lebens, also Glucose. Ja. Und das kriegen die Pilze und deswegen machen sie das, so wunderbare Kooperation. Ja. Das Faszinierende ist auch, dass es Studien gibt, die definitiv zeigen, die Mykorrhiza fördert zum Beispiel auch die Produktion von bestimmten sekundären Pflanzenstoffen, die dann wieder für uns gut sind. Ja, zum Beispiel die Terpene in der Waldluft, mein Lieblingsthema, die ja unser Immunsystem so stärken, die von Bäumen abgegeben werden. Und diese Terpene, die werden auch durch die Mykorrhiza vermehrt produziert. Das heißt, ein Baum, der in so einer Fichtenmonokultur lebt oder in einem Wald, der nicht intakt ist, weil er einfach übernutzt wird, der produziert dann auch weniger Terpene, die dann wiederum auch weniger Wirkung auf unser Immunsystem haben. Also das finde ich auch so interessant, wie sich das dann bis auf den Menschen, wie die Mykorrhiza sich dann wirklich bis auf den Menschen wiederum auswirkt. Genau, wir sind ja nicht irgendwelche Außerirdischen, die hier Fremdlinge sind und man hört immer, die Natur da draußen, wir sind ja etwas anderes. Nein, wir sind Teil der Natur. Würdest du die Geschichte jetzt noch einmal erzählen mit diesem Redakteur, der dich angerufen hat? Mit dem, der die Pflanzengeister fotografieren wollte? Nein, oder mit dem, der meinte, dass du ihm sozusagen die Belege liefern sollst, dass es genauso schmerzhaft ist wie die Pflanze, Tomaten zu essen oder Salat, wie für das Tier geschlachtet zu werden. Ja, das ist so ein heutiger Aberglaube, der sehr propagiert wird in den Medien. Oft sind die Leute in den Medien welche, die überhaupt keine wirkliche Erfahrung mit der Natur haben, sondern nur irgendwelche Gedanken. Und da heißt es, ermordet man nicht eine Pflanze, wenn man sie isst. Oder dass die Pflanzen leiden, wenn man den Salat schneidet oder wenn man Blätter zupft von einem Kohl oder so. Leidet die nicht? Und gibt es nicht wissenschaftliche Experimente, wo man die Pflanzen mit Elektroden bespickt hat und Messinstrumenten? Und dann kann man, wenn man schneidet, merkt man, dann kommt ein Schrei heraus. Ja, das ist alles Schlimme, das ist keine richtige Wissenschaft. Da verändert sich, wenn man ein Blatt schneidet, verändert sich die elektrische Spannung. Das kann man dann mit Instrumenten umsetzen in einen Ton. Und da setzt man das um in einen Ton, der wie ein Schrei klingt. Und dann sehen Sie, Pflanzen schreien. Man könnte es genauso in einen Jubel umsetzen, dass sie fast, wunderbar, sagen. Weil ja oder das so. Technische Gerät letztlich nur ein physikalisches Signal interpretiert. Eigentlich. So ist es. Das ist das technische Gerät, dieses Signal wird dann akustisch gemacht und da kann man dann jede Akustik hineintun, die man will. Könnte man übrigens auch mit einem Tennisball machen, wenn man ihn durchschneidet. Kann man. Genau, das kann man genauso machen, ja. Und das ist überhaupt kein Beweis, denn wie ich vorhin sagte, die Pflanzen sind ja, die haben ja keine Nerven. Die sind umseelt. Einziger Ort, wo die Beseelung anfängt, ist in der Blüte. Und hier habe ich gerade ein Hohlzahn, ein Waldhohlzahn. Der zeigt das.
sagen wir mal hier, schauen wir mal, die Pflanze ist eigentlich, wie Goethe sagt, ist eigentlich flach, ist Blatt. Mhm. Und das ist Ausdruck des Lebens, aber wenn die Seele nahe kommt, hat die Pflanze eine Metamorphose und dann fängt die Einstülpung an. Mhm. Nirgendwo hat sie diese Einstülpung. Da ist, wo sie ihre Seelenebene erreicht. Und da kommen dann die seelischen Eigenschaften. Duft berührt uns, deswegen die ganze Parfümindustrie, weil Duft uns bewegt. Duft ist ganz wichtig in der Beseelung. Man kann jemand riechen oder nicht und so weiter. Und Farbe. Es gibt auch Farbentherapie, die wirkt auf die Seele. Verschiedene Farben wirken auf die Seele. In dem Sinn ist das Ausdruck der Seele. Und das ist Ausdruck der Seele dieser Pflanze. Andere Pflanzen haben andere Seelen, andere Formen der Beseelung. Interessant ist, dass in der Blüte ist die Pflanze am meisten verkörpert oder sie ist am individuellsten. Deswegen konnte Linnaeus, also der große Botaniker, der die Pflanzenkunde systematisierte, hat die Blüten genommen, um die Arten zu unterscheiden. Also das ist, wo die Pflanze anfängt zu beseelen. Wenn die Beseelung tiefer gehen würde, dann würde sie sich in ein Tier verwandeln. Aber es ist nur so ein Hauch. Die Seele der Pflanze haucht sie an und offenbart sich in der schönen Blüte. Und du sagst, es ist eine Kollektivseele, die sozusagen die ganze Spezies umfasst. Eine Kollektivseele der Spezies. Also jeder Holzahn, Waldholzahn würde dieser Blüte hervorbringen. Was der Waldholzahn, er berührt den Körper von außen und dann blüht er auf. Mhm. Und jeder Waldholzahn ist verbunden mit dem, man würde sagen, metaphysischen, der metaphysischen Seele. Und diese metaphysische Seele ist, genau wie das Wort sagt, ist über das Physische hinaus, wirkt aber ins Physische hinein. Und diese ist sehr bewusst. Mhm. Und der Waldholzahn spürt, dass wir hier ein Interesse haben. Für ihn ist es in Ordnung, dass wir ihn herausgenommen haben und über ihn reden. Das zieht ihn mehr ins Dasein. Das ist eines der Geheimnisse des menschlichen Seins. Wir können Dinge heraushalten oder wir können sie ins Dasein ziehen. Und wenn ich das richtig verstehe, tut es auch der Seele der Pflanze nichts, weil sie ja durch die Existenz der Spezies sozusagen weiter existiert. Nein, im Gegenteil. Es ist so, dass Menschen, weil das eben Ausdruck der Seele ist, da sucht sich, früher war das so, ein junger, verliebter Mann sucht sich dann Blumen, die spiegeln, was in seiner Seele vor sich geht, weil das ist beseelt. Und dann gibt es diese Blüten der Angebeteten. Und da gibt es welche, kenne ich, nur blaue Blüten oder stachelige Blüten, Leute, die ein großes Selbstgefühl haben, großes Ego. Bringe einen riesen Blumenstrauß her für dich, Baby. Und so schüchterne vielleicht ein paar Blümchen und so. Alles, was uns seelisch bewegt, können wir mit Blumen ausdrücken, weil Seelisches wirkt auf Seelisches. Deswegen auch bei Trauer, da geben wir weiße Rosen oder Lilien als Symbol der Trauer. Oder bei Hochzeiten, bei Geburtstagen, an Muttertagen und so geben wir Blumen, weil das ist eine Vermittlung des Seelischen und das ist die reine Seele der Pflanze, die dieses vermittelt. Aber ansonsten geht es nicht tief hinein. Ich kann mir hier Blätter pflücken, würde ich im Frühling machen, denn der Holzahn ist eine wunderbare, essbare Pflanze und enthält auch sehr viel Silizium, das ist eine gute Kiesel-, also Siliziumquelle. Kann man essen, das schadet dem Holzahn nicht. Man würde sagen, der metaphysische Geist, das Wesen des Holzahns, freut mich, dass es den Menschen schmeckt und dass ich ihnen gut tun kann. Und das ist fast universal. Die Pflanzengeister sind freundliche Wesen. Sie wollen Tieren und Menschen und so weiter
Gutes tun. Okay. Ja. Das heißt, ich fasse jetzt noch einmal kurz zusammen. Ja? Das war total interessant auch für mich. Dieser Einstühlpunkt sozusagen ein Ansatz dieser Bereich, wo diese Pflanzenseele, die sozusagen viel mehr mit dem Ganzen verbunden ist, auch mit den anderen Vertretern dieser Spezies, dieser Pflanzenspezies, die berührt die Pflanze hier, so wie ich das verstanden habe, durch diese Einstülpung ist sozusagen ein Ort, wo die Pflanze mit der großen Seele dieser Spezies verbunden ist. Ja, nur beim Tier oder auch beim Menschen geht diese Einstülpung so tief, auch so in der Entwicklung, dass von einer Beseelung, also von einer Verdichtung von Bewusstseinsprozessen die Rede sein kann. Wir sind beseelte Wesen, Tiere sind beseelte Wesen, deswegen das Wort Tier kommt aus dem Altgermanischen und heißt atmendes Wesen. Und Atem ist der Geist, der ein- und ausgeht, also unser Atem ist ja auch ein Spiegel unseres Seelenzustandes oder also diese verschiedenen Atemformen. Noch klarer wird es in den lateinischen Sprachen. Da heißt animal, also Englisch ist nicht lateinisch, aber hat das als Fremdwort. Ein Tier ist ein animal. Oder Französisch animaux, les animaux. Oder Spanisch los animales. Anima ist ein anderes Wort für Seele. Also, was wir in den Tieren haben, ist verkörperte Seele. Mhm. Und eine alte Anschauung ist, dass die Tiere, alle Tiere von dem Insekt bis zum Wirbeltier, sind Verkörperungen der Weltenseele oder der Seele der Erde. Jedes Tier ist eine Äußerung der Seele der Welt. Aber eben in einer viel verdichteteren Form, nicht voll, als die Pflanze. Die sind beseelt. Ja. Die sind eben nicht verseelt, die sind angeseelt, könnte man hier bei den Blüten sagen, weil die Seele nicht vollkommen tief hineinreicht. Wir haben ja auch kein Grün, das uns mit dem himmlischen Licht, mit der Sonne verbindet, und wir haben auch keine tiefe Wurzeln, die eigentlich mit der kosmischen Seele, die Wurzeln und Himmel, sind die Pflanzen mit der kosmischen Urseele verbunden. Wir haben uns abgesondert, da als Mensch noch mehr als wie die Tiere. Die haben noch so etwas wie einen, viel mehr wie einen Gruppengeist. Eine Schwalbe muss nicht ein Architekturstudium machen, um ihre Nester zu bauen. Das ist auch so ein bisschen mehr Gruppengeist. Aber wir sind so individualisiert, so abgeschnitten, was uns wir werden als Individualitäten uns bewusst. Mhm. Und wir sind abgeschnitten in dem Sinne, dass wir uns auch leicht verirren können. Das ist, und dieses Abgeschnitten, dieses Absondern ist der Ursprung des Wortes Sünde im Ursprünglichen. Mhm. Sünde ist nicht, ich habe irgendeinen Scheiß gebaut oder so, sondern Sünde ist ein Zustand des Menschen. Das ist die Idee, in der, was die Theologen gar nicht mehr verstehen, dass der Mensch in einem Zustand der Ursünde geboren wird. Er wird, also im Gegensatz zu den Pflanzen oder den Bäumen, er hat nicht mehr seinen Kopf, so die ganzen Nervenfasern in der Erde und seine Geschlechtsorgane der Sonne zugewendet, sondern wir sind wie umgekehrte Wesen entgegengesetzt. Und das gibt uns eine Freiheit, gibt uns auch die Möglichkeit, uns absolut zu verirren, die Nacht in den Tag zu machen, vollkommen verwirrt, pervers oder so zu sein. Das können die Pflanzen nicht und das können die Tiere auch nicht richtig. Deswegen sagte der große Dichter Schiller, der wirklich ein Mystiker war und auch wenig verstanden wird, er sagte: Suchst du das Größte, das Höchste, die Pflanze kann es dich lehren. Was sie willenlos ist, sei du es wollend. Das ist's. Du hast dieser Pflanze jetzt keinen Schmerz zugefügt.
weil du sie aus der Erde genommen hast? Nein. Weil das ist nämlich auch ein Punkt, was man oft hört, dass Pflanzen ja genauso Schmerz empfinden wie Tiere. Das ist für mich aber relativ schwer vorstellbar, auch aus evolutionären Gründen, weil der Schmerz soll ja auch in irgendeiner Form bewirken, dass wir uns aus der Gefahrenquelle bewegen. Ja. Oder dass wir gegen eine Wunde was unternehmen. Ja. Wir sind also mobil, um das zu tun, während die Pflanze ist ja sessil. Ja. Das heißt, sie ist festgewachsen im Regelfall und könnte ja gar nicht weglaufen. Und das heißt, eigentlich wäre diese evolutionäre Notwendigkeit, Schmerz zu empfinden, schon einmal aus Logikgründen gar nicht gegeben. Der zweite Punkt, der dagegen spricht, ist halt einfach, dass wir tatsächlich noch keine Art von Zellen gefunden haben oder von Nervengewebe, die in irgendeiner Form Schmerzempfinden möglich machen. Und das dritte, ich glaube halt an die große Weisheit der Natur und dass die großen Regelkreise der Natur nichts vollkommen Sinnloses machen. Und stell dir vor, wie sinnlos ein Schmerzempfinden und wie absurd auch ein Schmerzempfinden bei Pflanzen wäre, die ständig, so wie die Bäume hier jetzt vom Wind gebeutelt werden, ständig reißen Äste ab, und Tiere trampeln drüber hinweg. Und die bösen Rehe fressen dran und so, und die Hirsche, also, das wäre das ist eigentlich eine vollkommen seltsame Vorstellung, dass man dann überhaupt noch in Betracht zieht, dass Pflanzen so wie du und ich oder so wie Tiere Schmerzen finden. Dabei sind die Tiere, die Rehe und Hirsche, wichtig für die Gesundheit eines Waldes. Mhm. Weil also ihre Ausscheidungen werden aufgenommen von den Bäumen. Es ist so, man könnte sagen, dass der Wald oder die Vegetation verkörpert das Leben, verkörpert das Leben. Also es ist inkarniertes Leben. Die Tiere verkörpern die Seele. Und im Makrokosmos, in der Natur, ist es so, dass die gehören zusammen. Also die Empfindung der Pflanzen, die verkörperte Empfindung der Pflanzen, ist eher in das Tierreich verlagert. Und wo sich die Pflanzen mit den Tieren treffen, ist genau an der Blüte. Da kommen die ersten beseelten Tiere her, die Bienen, das ist auch eine Qualität der Beseelung, dass sie innere Wärme haben, Bienen und Hummeln und die Insekten. Und oft sind die Bienen oder die Hummeln passen genau zu der Pflanze. Das ist ein Übergang, ein Hiatus, kann man sagen. Und und darüber hinaus, und wir Menschen haben auch unsere Rolle, wenn wir sie finden. Mhm. Und diese Rolle ist, dass wir die Natur selber sind, die sich wahrnimmt und die sagen kann, ach, wie schön bist du. Wir sind doch in gewisser Weise verdichtetes Naturbewusstsein, oder? Kann man das so bezeichnen? So würde ich das sagen, ja. Diese ganzen bewusstseinsfähigen Prozesse verdichten sich in uns zu einem sehr ausdifferenzierten und sehr bewusstseinsfähigen Wesen einfach. So ist das. So ähnlich ist es bei den Tieren dann auch. Wahrscheinlich auch bei Säugetieren mehr als jetzt zum Beispiel bei Insekten. Bei Säugetieren mehr, da nimmt ja schon die Individualisierung zu bei den Säugetieren. Aber bei den Menschen ist es extrem. Wir sind die Verkörperung des, oder wir sollten es sein, wie Schiller sagte, des verkörperten Weltgeistes. Mhm. Jetzt eine Frage, Wolf-Dieter. Also wenn man sich die Medienwelt anschaut, ist es ja jetzt, einerseits bin ich ja froh, dass Pflanzen wieder eine Bedeutung spielen, Rolle spielen. Ja. Andererseits muss man halt dann wiederum sagen, die Art, wie das passiert, ist nicht zufriedenstellend. Wenn es heißt, Schmerzempfinden bei Pflanzen und wenn dann betitelt wird, zum Beispiel schlechte Zeiten für Vegetarier, Pflanzen leiden genauso wie Tiere. Ja. Wie geht man damit um, mit diesen Medienhypes? Es ist was ganz anderes, Tiere zu essen, ist was völlig anderes. Da muss ein beseeltes, durchblutetes Wesen, ein empfindungsfähiges Wesen getötet werden. Und wie das heute geschieht, ist ja grausam. Es ist sehr kriminell, Schweine da in Mast
Anstalten oder Kälber oder so zu halten. Mhm. Also es ist aber so, dass auch in der Natur die Raubtiere und die Wölfe essen. Und man weiß zum Beispiel, wo die Wölfe wieder zurückgekommen sind, wie im Yellowstone Park. Da sind die Hirsche und Büffel gesünder und sogar die Natur ist gesünder. Das ist auch ein Teil der Natur. Und auch die Menschen, ich war jetzt in der Mongolei, da kann man nichts anbauen, also Gemüse kaum. Und sie leben hauptsächlich von so hochbegehrt Stutenmilch, wie die Prärie-Indianer trocknen sie Fleisch. Oder die Eskimo, die könnten ja gar nicht überleben. Und das ist etwas ganz anderes als wie unser hirnloses, brutales, unsere Fleischerzeugung, schon das Wort Fleischerzeugung. Ja. Was ja auch überhaupt schädlich ist. Erstmal, was macht man mit der vielen Gülle? Weiß man nicht, was man macht. Eigentlich sollte das den Pflanzen zugutekommen, was die Tiere ausscheiden. Oder die. Was in diesem Ausmaß natürlich nicht mehr funktioniert. Ne? Na, das funktioniert gar nicht mehr. Oder dass man sie überhaupt am Leben erhält oder sie noch mästet, indem man ihnen Antibiotika, Tetrazykline gibt. Mhm. Ja, das bringt ja die ganze Kleinlebewesenwelt durcheinander. Die ganzen Ausscheidungen von den Medikamenten verseuchen die Gewässer. Es ist grundauf nicht richtig. Es beginnt schon bei der Züchtung, dass also zum Beispiel gerade bei Hühnern, aber auch bei anderen Nutztieren, dass diese oder halt Kulturtieren, dass diese Überzüchtung, diese Extreme, mehr in den Händen einiger weniger Konzerne ist. Und was mich so schockiert, ist einfach die Tatsache, dass selbst Biofleisch, das wir in den Geschäften bekommen, zurückführbar ist auf zum Beispiel im Geflügelbereich auf die Firma Lohmann, nämlich diese ganze Genetik produziert. Jedes, so gut wie jedes Hühnerfleisch im Geschäft, egal in welchen, leider auch schon in den Bioläden inzwischen, kommt von einer Züchtung, die eben entweder von Hubbard oder von Lohmann stammt. Hubbard ist ein anderer großer Konzern, die tragen dann Namen wie JA757 oder Red JA Brown. Die letztere ist besonders verbreitet bei Bio. Entseelung. Eine absolute Entseelung, und auch wirklich eine Quälerei dieser Tiere. Und dass im Biobereich diese Züchtungen, diese Genetik zum Einsatz kommt, ist ein immenser Verstoß gegen alles, was die Pioniere der Biolandwirtschaft je gefordert haben. Und auch bei Legehühnern zum Beispiel. Lohmann hat den gesamten Zuchtmarkt für Legehühner in der Hand. Das beschreibst du ja in dem Buch Bioschmäh. Und Friss oder Stirb, genau die beiden. Friss oder Stirb ist auch drin. Beide. Ja. Und für mich ist es einfach untragbar. Ich verfolge immer wieder Bio-Eier zurück. Habe das jetzt auch mit dem österreichischen Rundfunk gemeinsam mal gemacht. Und ich lande immer bei Lohmann-Züchtungen. In den Bio-Stellen in Deutschland, in Österreich, auch in der Schweiz, leben immer diese hochhybridisierten, hochgezüchteten Hochleistungshühner aus dem Hause Lohmann. Und das wird als Bio verkauft. Und die werden dann in Bio-Ställen eingestallt, obwohl das ganz normale konventionelle Züchtungen sind. Lohmann Brown Classic ist es oder jetzt auch Lohmann Sandy, weil die legen so cremefarbene Eier und die kann man dann sozusagen als alte Rassen vermarkten, obwohl sie es gar nicht sind. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Sache. Zumal ich mir die Firma Lohmann, wo das alles herkommt, diese Genetik, auch angeschaut habe. Und es sind fensterlose Hallen, die da in Norddeutschland in der Landschaft stehen. Leider aber auch in ganz anderen Bereichen der Erde, wo wir gar keinen Einblick mehr haben. Und die leben in diesen fensterlosen Hallen und sind wirklich reine Brut- und Zuchtmaschinen. Und es ist so respektlos. Und man hört dieses Gebrüll, dieses Gegacker dieser Hühner, das sich zu so einem... Und der Gestank. Der Gestank das auch. Ist schon, man hat immer gesagt, die Teufel, die stinken. Aber es verwebt sich dieses Gegacker, dieses Ohrenbetäubende, verwebt sich zu so einem klagenden Klangteppich. Und du stehst draußen und du hörst es so gedämpft heraus und es bricht dir eigentlich das Herz. Und wenn dich permanent jede Rückverfolgung von Bio-Eiern immer bei dieser Züchtung landen lässt, weil es nichts mehr anderes gibt. Also es gibt praktisch keinen Bauern mehr, der noch selber irgendwie davon leben kann, dass er Hühner züchtet und diese Genetik der alten Rassen vermehrt, dann ist es eigentlich wirklich eine schlimme Sache. Und wir haben in Österreich eine Biomarke, die heißt Ja Natürlich.
die ist vom österreichischen Rewe-Konzern. Aha. Und die gehen so weit, dass sie diese Züchtung Lohmann Sandy im Marketing als Moosdorfer Haushuhn bezeichnen, damit es nach alter Rasse klingt. Ja, 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 ja. Und diese Eier hatten nie mit der Gemeinde Moosdorf in Österreich irgendwas zu tun. Aha. Es gab auch nie ein Moosdorfer Haushuhn. Aha. Und es hat kein einziges dieser Hühner in Moosdorf gelebt. Ah, ja, und, ja. Und seit Jahren haben sie diese Bezeichnung im Marketing. Aha, und viele Menschen, die ich dann auch anspreche, weil ich mache immer Recherchen auch dazu, wie kommt es bei den Leuten an? Glauben wirklich, dass das keine industrielle Hybride ist und dass da irgendein besonderes Zweinutzungshuhn dahinter steht, was es gar nicht ist. Ja, Menschen glauben das, weil sie selber gut, im Grunde genommen gut sind. Ja. Die können sich diese Lügen gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Und damit arbeitet die Industrie mit dieser Gutgläubigkeit. Ja. Und dann schöne Bilder drauf. Genau. Ja. Und das ist auch so eine Sache, wo es eben schwierig ist. Also ich persönlich esse ja kein Fleisch mehr, seit ich 13 bin. Und mir war auch immer klar, dass es einen Unterschied macht zwischen dem Durchschneiden der Kehle eines Tieres und dem Ernten einer Tomate oder was auch immer. Ja. Ich finde es auch interessant, dass bei vielen Tieren auch in den Augen eine gewisse Weisheit sich ausdrückt und dass man eben auch die Seele der Tiere, so wie beim Menschen, in den Augen sehen kann. Also diese Beseelung, von der du gesprochen hast, diese Augen, Beseelung spiegelt sich in den Augen. Die Augen sind die Fenster der Seele. Ja. Und manche Tierseelen, Pferde, manche Hunde, das ist so tief. Ja. Denn eine Seele ist im Grunde genommen unendlich. Ja, ja. Und das Interessante ist, da kann man sich dann doch offensichtlich auf die menschlichen Sinne ganz gut verlassen, weil diese Beseelung ist bei dir spürbar, ist bei mir spürbar, ist bei vielen Tieren oder bei den Tieren spürbar. Ja, ja, ja. Und die Umseelung, jetzt um dein Wort zu benutzen, das ich jetzt von dir gelernt habe, ist bei den Bäumen und bei den Pflanzen ebenfalls spürbar. Also es ist absolut spürbar, dass sie umseelt sind und dass das Tier beseelt ist. Ja, ja, ja. Sehr intuitiv und sehr leicht spürbar eigentlich. Und man spürt den Unterschied sogar mit der Umseelung in einem Fichtenforst, wo die alle in der Reihe stehen und dann noch, sagen wir auch noch mit früher mit Lindan behandelt, um den Borkenkäfer wegzuhaben. Da spürt man diese Umseelung weniger. Da ist weniger Seele als wie, sagen wir, hier. Sie hat keinen Raum. Ja, ja, sie hat keinen Raum, ja. Mhm. Ja, ja. Das nehmen Menschen wahr und wenn man auf eine Metaebene geht, sagen wir mal, in die Träume oder in die Meditation, man nimmt das wahr als Zwerge oder Naturgeister, die an einem Ort sind oder in so einem kommerziellen Forst, da sind sie halt weniger da. Der Seelenspiegel nimmt weniger auf. Ja, für mich war das wieder sehr lehrreich, mit dir zu sprechen. Und ich finde es wieder mal spannend, wie sich eben auch eine wissenschaftliche, eine umsichtige, ganzheitliche wissenschaftliche Sichtweise mit der geistigen Sichtweise deckt. Ja. Das ist für mich immer wieder spannend zu sehen, auch wenn wir miteinander reden. Wenn die Wissenschaft genau ist und genau beobachtet, da sollte dann kein Konflikt sein mit einer genauen geistigen Wahrnehmung. Und wenn die Wissenschaft, das ist mir auch immer wichtig, auch als Biologe, auch zugesteht, dass wir natürlich nur einen mit unseren wissenschaftlichen empirischen Mitteln auch nur einen beschränkten Bereich der Realität haben, den wir erforschen können. Und das ist übrigens auch ein Argument, wo man dann oft sagt, ja, vielleicht können wir halt mit unseren Mitteln das Schmerzempfinden oder das Leiden der Pflanze beim Ernten noch nicht erforschen. Und genau da muss ich ja wieder sagen, man darf aber nicht wieder zu weit gehen in dieser Kritik an der Wissenschaft oder in dieser Selbstkritik, weil eben das Intuitive, die Logik, das alles, was wir jetzt besprochen haben, was du auch erklärt hast mit der Beseelung und mit der Umseelung, es ist trotzdem ein Rahmen gegeben, wo ich sage, gewisse Dinge kann man doch sagen, nämlich dass Pflanzen kein Schmerzempfinden haben. Ja, das kann man durchaus sagen, das ist wissenschaftlich begründet. Ja. Das andere ist Spielerei mit Instrumenten. Ja, und da gibt es dann auch diese Experimente mit dem Lügendetektor, den man an die Pflanzen anschließt. So, Baxter. Die dann immer wieder gebracht werden. Aber das ist keine seriöse Wissenschaft. Weil auch da hast du wieder nur die, erstens einmal, was soll man damit messen? Ist schon mal sehr fragwürdig, weil ein Lügendetektor ist für die menschliche Haut gemacht. Und zweitens,
du hast ja wieder ein Gerät, das nichts anderes als elektromagnetische Felder oder physikalische Reize misst und dann übersetzt nach dem, was wir uns vorstellen. Das Interessante daran ist, dass angeblich, wenn er den Impuls hatte, die Blätter in heißen Kaffee zu tauchen, dass die Reaktion auf den Gedanken, nicht auf die Tat folgte. Und das könnte für mich schon etwas näher sein, denn auf einer geistigen Ebene sind wir mit dem Geist der Pflanze verbunden. Mhm. Also das sagen die Yogis, das sagen die Schamanen. Mhm. Und ich denke, das ist so. Und Baxter sagt auch, wenn wir an die Pflanzen denken, wenn wir im Urlaub sind, das gibt ihnen gewisse Energie und sie überleben den Nachbar, der ab und zu mal gießen sollte, besser. Aber das können auch energetische Prozesse sein. Das muss nicht unbedingt ein Hilferuf sein, sozusagen. Ja, nee, das muss kein Hilferuf sein. Nein. Das ist nämlich der springende Punkt dabei. Ja. Also was mich immer sehr freut bei den Gesprächen mit dir ist, dass du die Balance hast zwischen Intuition und Ratio, also und Vernunft auch. Klar, das gehört zu uns, beides. Das gehört zu uns und das gibt ein schönes, rundes Bild, mit dem man auch wirklich was anfangen kann. Ja, das auch wirklich Hand und Fuß hat. Ich verehre eigentlich Handwerker. Mhm. Die müssen klar denken. Natürlich müssen sie auch Intuition haben. Wenn das Denken nicht klar ist, dann fügen sich die Bretter nicht zusammen oder die Maschine oder was funktioniert nicht. Mhm. Das Denken muss immer klar sein, müssen Grenzen gesetzt werden und man kann nicht so ewig in das Schwärmerische hinein. Also das ist eine Gefahr bei den Esoterikern, finde ich. Ja. Es verliert dann auch irgendwie den Bezug zur Realität in gewisser Eben, Weise. Ja, das ist dann, wird dann Fantasia. Ja. Dann danke ich dir ganz herzlich für die Zeit im Wald, für die Mischung aus geistiger Erfahrung und Ratio, die sehr gelungen war. Ja. Und auch danke für die vielen neuen Erkenntnisse. Ja, und ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Ja. Danke dir. Ja.